Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Sophia und ich möchte mit euch heute gucken, was in der kommenden Woche so auf euch zukommt, welche Energien und welche Impulse sich zeigen mögen. Wichtig zu sagen ist noch, das ist eine Kollektivlegung, das heißt, nicht jeder kann und muss damit in Resonanz gehen. Bitte schau auch einfach noch bei deinem Mond- oder Sonnenzeichen oder bei deinem Aszendenten nach. Ja, wenn du Interesse an den Karten hast, dann schau doch gerne in dem separaten Video dazu, was ich gedreht habe, zur Vorstellung der Karten nach. Hast du Interesse an einer privaten Legung, dann schau im Infokanal, dort findest du meine WhatsApp-Nummer und kannst mich gerne kontaktieren bezüglich eines Termines. Liebe Jungfrauen, wir schauen jetzt, was die KW 42 vom 16. bis 22.10. für euch bereithält, was hier mit den Tarotkarten sich für eine Energie zeigt, was dir hier jetzt diese Woche am beitragendsten ist, um was es bei dir in der kommenden Woche geht. So, eine Hauptenergie bitte für die Jungfrauen. Da fällt sie schon. Die 5 der Münzen. Irgendwie haben wir die heute oder in der nächsten Woche anscheinend öfters bei mehreren Sternzeichen. Hier geht es erstmal um einen Härtetest, ja. Ja, hier geht es wirklich um Verluste, um Mangel, um Krisen, ja. Aber auch wieder das Ganze als Chance zu sehen, Entschuldigung, um dort rauszukommen, ja. Also es ist auch immer so ein bisschen, ja, aus diesem Mangel wieder rauskommen. Diese Dame macht sich ja hier auf den Weg rauszugehen und dieser Mann, der hier etwas verletzt ist, der humpelt ja auch in die Bewegung rein. Ja, es geht auch bei den 5 der Münzen hier dann auch schon wieder in Bewegung zu kommen. Spannende Energie. Wir schauen mal mit den Lenormand-Karten, liebe Jungfrauen, was sich hier zeigt für euch. Was darf ich hier den Jungfrauen für die kommende Woche übermitteln? Was ist denen hier ein Beitrag im Kollektiv? So, den Siemerweg. Mit den Lenormand-Karten für die Jungfrauen für die kommende Woche. So, da war das Stopp und da ist die Karte schon runtergefallen, die erste. Das waren die Sterne, die Eulen, Blumen, die Schlange, die Ruten, das Kind des Neuanfangs und die Wege. Spannend, mal gucken, was wir hier jetzt noch für eine Tarotkarte zu bekommen. Was ist hier noch für die Jungfrauen im Kollektiv wichtig zu übermitteln? Was ist hier den Jungfrauen noch ein Beitrag, so ungefähr, für die nächste Woche zu wissen? Beziehungsweise, wie gehen sie aus der Woche? Da hat es gestoppt. So, da haben wir die 5 der Schwerte. Beziehungskrieg. Oh, hier ist ja so eine Distanz zu spüren, ja. Es geht auch so ein bisschen ums Scheitern. Auch so ein bisschen um rücksichtslose Auseinandersetzungen, ja. Pass ein bisschen auf, dass du nicht zu streitlustig bist, liebe Jungfrau, ja. Das ist, hier geht es auch um Niederlagen überwinden, ja. Hui, das fühlt sich von der Energie sehr erschlagend an, trotz der neuen Wege hier. Du bist ja hier schon ein bisschen geschwächt, wo du in die Woche startest, ja. Man möchte hier dieses Gelingen eigentlich, aber es kommt so viel Unruhe mit den Eulen rein, so viel Nachrichten, ja. Die Eulen stehen auch immer für die Zahl 2. Das kann hier auch um eine andere Energie gehen, ja, also um einen anderen Menschen. Das kann im Freundeskreis sein, ja, dass zwei Freundinnen hier ein gewisser Konkurrenzkampf, gewisse Konflikte entstehen. Es kann aber auch in einer Partnerschaft sein, dass hier zwei Personen beteiligt sind oder in einem Businessprojekt, wo zwei Leute beteiligt sind, wo es darum geht, man möchte hier eigentlich das Gelingen, die Blumen. Aber es kommt immer wieder zu Konflikten, ja. Also es ist irgendwas, was immer wieder aufkeimt, habe ich das Gefühl bei euch. Ich spüre auch eine gewisse Impulsivität hier im Feld.
Schwere, die Ruten sprechen entweder von Konflikten oder von Gesprächen. Ja, also für einen Teil ist es die Gespräche Richtung neue Wege, für die anderen ist es aber auch diese Konflikte, die dann in neue Wege führen. Am Ende der Woche werdet ihr hier andere Wege gehen, ja, neue Wege, entweder mit einer anderen Person, mit einem anderen Businesspartner, mit einer anderen Freundschaft, ja. Man sagt, okay, ich wende mich da ab, ich gehe meinen eigenen neuen Weg, ja, weil hier doch sehr, sehr viel Unruhe im Feld ist, ja. Und wir haben ja hier bei den Schwertern auch wieder, bei den fünf der Schwertern, ja, wirklich diese Feindschaft, diesen Krieg, dieses, irgendwas liegt völlig hier am Boden, ja. Also nicht so extrem wie bei 10 der Schwertern, aber ja, etwas, was schon sehr, sehr von der Energie sich schwer anfühlt. Und man muss hier irgendwie andere Wege gehen. Ich bin mal gespannt, was wir hier noch für eine Seelenbotschaft zu bekommen. Welche Seelenbotschaft ist der Jungfrau hier ein Beitrag in der kommenden Woche in dieser schweren Situation, die sie hier irgendwie vor sich hat? Es kann aber auch für den einen oder anderen ein Prozess in ihm selbst sein, wobei ich mit den Eulen schon eher das Gefühl habe, so, hier fällt der Tanz. Mit den Eulen, das wollte ich zu Ende sprechen, hier eher, dass es um zwei Personen geht, ja, um zwei Personen beziehungsweise mit dir selbst, Jungfrau, dann auch um eine Dreierkonstellation im Arbeitsleben, im Privatleben, im Beziehungsleben, freundschaftlichen, ja, du weißt, um was es hier bei dir geht und ja, da ist irgendwas, was man ja, irgendwie klären muss, habe ich auch das Gefühl mit den Routen. So, hier geht es um Heilung, um Klärung, um Verzug, ja, was schon längst geklärt werden musste. Tanz, Bewegung zu Musik gibt dir neue Energie. Tanze zu Hause oder in Gesellschaft. Also, Musik gibt auch immer so einen gewissen Input, ja, uns auch in den Gedanken ein Stück weiterzuentwickeln und die Bewegung, die wir dann ausführen, kann dann auch wieder in die geistige Bewegung mit dazukommen. Das noch als Impuls dazu. Wir fragen jetzt nochmal nach einer Hauptenergie von den Portalkarten. Was ist den Jungfrauen hier ein Beitrag in der kommenden Woche? Was kann die Jungfrauen in ihrem Prozess unterstützen? Da hat es gestoppt. Herz der Quelle, allumfassende Liebe, bedingungslose Akzeptanz, Gelassenheit, ja. Diese Gelassenheit, das ist diese Unruhe, die ich hier spüre. Ihr müsst gelassener sein, ja. Guckt euch das erstmal an, hört es euch an, ja, was hier von diesen zwei Personen gesagt wird. Wie wird hier gehandelt, ja? Es fühlt sich mega, mega schwer an, aber verlasst euch mal auf euer Herz, ja. Versucht Leichtigkeit hier auch mit dem Tanz reinzukriegen und auf euer Herz hier zu hören. Wo geht es hin? Es kann auch für einige hier eine Entscheidung in Herzensangelegenheiten sein zwischen zwei Personen, liebe Jungfrauen. So, wir schauen mal, welches Krafttier ist den Jungfrauen hierzu ein Beitrag? Beziehungsweise, was ist hier noch wichtig zu übermitteln an Botschaft von den Krafttieren für die lieben Jungfrauen für die nächste kommende Woche? Da hat es gestoppt. Der Tiger. Sich mutig seinen Ängsten stellen, sich durch Entscheidungen befreien, finden, was wirklich passt. Diesen Impuls, den ich hier eben schon hatte, ja, mit dem Herzen, bestätigt mir der Tiger jetzt noch. Hier geht es bei vielen im Kollektiv um eine Dreierbeziehung. Oder halt um, es heißt ein Paar, beziehungsweise ein Eindringen einer dritten Person. Ja, muss nicht unbedingt nur die Beziehung sein, es kann auch eine freundschaftliche oder Arbeitsbeziehung sein. Wobei im Kollektiv hier es schon um eine Liebesbeziehung, um die Herzensangelegenheiten geht, ja. Und ich glaube, hier muss die Jungfrau für sich entscheiden, ja,
will ich die eine Person oder die andere Person? Hier müssen neue Wege gegangen werden. Hier muss offen kommuniziert werden, ja. Ihr lauft hier sonst in Gefahr, wenn ihr diese neuen Wege nicht einschlagt, ja. Und ihr diese Situation hier zu dritt weiterführt, dass das in eine absolute Feindschaft läuft, ja. Dass das hier in eine Distanz führt, ja. Und wirklich in Auseinandersetzungen, die hier vielleicht noch geheilt werden können im Laufe dieser Woche, ja. Seid da mal bitte ehrlich zu euch und hört auf euer Herz, ja. Ich glaube, in der Liebeslegung hatte ich das auch schon bei euch. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber schaut da gerne nochmal nach. Ich meine, da war das von der Energie ebenso. Wir schauen mal, welcher Engel ist denn hier jetzt beitragend für die Jungfrauen für die kommende Woche? Beziehungsweise, welche Botschaft darf ich hier übermitteln? So, da hat es gestoppt. Ich bringe dir eine Botschaft von einem ihrer lieben Verstorbenen. Ich bin glücklich und in Frieden und liebe dich selbst. Bitte sorge dich nicht um mich. Also, hier vielleicht auch nochmal in das Vertrauen zu gehen, in die Intuition zu gehen, ja. In die Selbstliebe zu gehen und für den einen oder anderen, ja, der hier irgendwie nicht weiß, für welchen Weg er sich entscheiden soll, wirklich sich mit Verstorbenen zu verbinden, ja, zu fragen, je nachdem, wer bei euch verstorben ist, gib mir doch bitte ein Zeichen, ja, hier auf Zeichen auch zu achten, ja, ich kriege immer wieder diesen Impuls, aufs Herz zu hören. Was liebst du? Was willst du? Ja. Und hier wirklich auch mutig, sich seiner Angst zu stellen, hier endlich eine Entscheidung oder einen neuen Weg eingehen zu können. Liebe Jungfrauen, in dem Sinne wünsche ich euch eine tolle Woche, dass ihr die Erkenntnis für euch gewinnt, wo euer Weg hingeht, der neue Weg. Ihr diese Konflikte gut überwinden könnt, die hier angezeigt sind, diese Gespräche, die sich eigentlich schon verzögert haben, die schon hätten längst stattfinden können. Ja, ihr wisst, um was für einen Bereich das geht, liebe Jungfrauen. Jeder weiß das für sich, das spüre ich, jeder kriegt diesen Impuls. Beziehungsweise, wenn du jetzt noch nicht so das Gefühl hast, dann bitte schau mal in dich, was das sein könnte, weil da kommt was in Bewegung bei euch, Jungfrauen. Das spürt man im Feld. Da ist Unruhe und da wird sich was verändern, ja. In dem Sinne, ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da. Abonniert gerne meinen Kanal, teilt ihn gerne, damit ich noch mehreren Menschen ein Beitrag sein kann. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Alles Liebe wünsche ich dir, deine Sophia. Tschüss.